Was ist Scientology? Elron Hubbard hat 1950 eigentlich Dianetik, so ist eigentlich der Vorläufer von Scientology, gegründet. Das war so ein wilder Mix zwischen Hypnose, Satanismus mit ein bisschen Psycho-Teile versetzt. Und das hat er halt, wie man so schön sagt, wie ein Barmixer gut durchgeschüttelt. Dann kommen diese Schuldgefühle. Warum spürt das der eine und der andere und der dritte? Und ich bin der Einzige, der es nicht spürt. Da passt irgendwas mit mir nicht.